Es ist ja auch so, dass diskutiert wird, dass infizierte Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen dürfen, wenn sie symptomlos sind. Sie haben das ja auch in den VN bereits kritisiert. Jetzt sagen Experten, das ist mehr oder weniger eine theoretische Diskussion. Auch das hört man auch von politischer Seite. Glauben Sie denn, dass diese Regelung, dass es diese dann überhaupt braucht? Es ist eine schwierige Situation, weil wenn ich als Lehrperson der Einzige bin, der eine Maske trägt, dann steche ich aus dem ganzen Lehrerkollegium heraus und man sieht mir an, ich bin positiv. Also rein von der Psychologie her schlecht. Für einen Schüler, eine Schülerin ist genau das Gleiche der Fall. Sozusagen, ich bin positiv, ich bin in der Schule, aber alle sehen es mir an. Also rein dieser Druck, der da entsteht, der ist sicher nicht zu begrüßen. Von dem her sollte es so sein, dass wenn man positiv ist, dass man zu Hause bleibt. Das ist eigentlich ganz klar, weil nur aus rein medizintechnischer Sicht diese Regelungen zu sehen, ist relativ einfach, aber es gibt die psychologische Sicht, es gibt das, was da bei den Menschen ausgelöst wird. Wie könnte man denn da noch Druck rausnehmen, auch auf anderer Seite? Könnte man da auch ein umgekehrtes Distance Learning sozusagen denken? Das ist eine Idee, die bei uns schon seit einiger Zeit kursiert. Wir hatten ja das Distance Learning, wo die Schüler zu Hause waren und die Lehrperson aus der Schule oder von zu Hause unterrichtet hat. Wenn jetzt eine Lehrperson positiv ist, aber keine Symptome hat, also eigentlich arbeitsfähig ist, könnte diese Lehrperson ja von zu Hause aus die Klasse unterrichten, über die digitalen Medien, über die digitalen Endgeräte. Das wäre ja eigentlich im Umkehrschluss eine ganz einfache Lösung, wo auch sozusagen der Lehrermangel oder der Ausfall einer Lehrperson nicht zum Tragen käme.